Willkommen zurück zu Adventure Time mit eurem dufter Typ. Und ja, wir sind wieder im Feuerkönigreich. Und wir haben all das, was wir eigentlich bräuchten, um dem Feuerkönigreich unter die Arme zu greifen. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht gleich hart verprügelt werden. Nö, alles gut. Die stehen hier nur rum. Dann ist ja alles wunderbar. Ich hatte schon das letzte Mal ein bisschen Sorge, dass das mega ins Auge gehen wird. Denn die haben ja ziemlich böse reingeguckt. Aber die mögen uns nicht, ne? Mit denen stimmt doch irgendwas. Doch, die mögen uns auch. Oh, das ist ja super. Wir werden von allen Seiten gemocht. Wait, what? Na gut. Na, okay. Ihr wollt es so, ich will es so. Ihr kriegt einen Wirbel. Und gut ist. Hey, das tut weh. Das macht aber nichts, denn wir sind unglaublich gut ausgerüstet und matchen hier richtig mies rein. So. Kann sie mit... Nee, das wird nichts bringen. Dann einmal an ihn. Und Bimo kriegt man auch jemanden, kann auch mal jemanden verprügeln. Ausnahmsweise mal. So. Das war schnell, das war einfach. Schade ist nur, dass es nicht so viele, dass es nicht so viel Geld gibt dafür. Ach ja, das wollte ich. Brumm. Ich wollte mit meinem kleinen Mofa durch die Gegend touren. Und... Oh. Da wollte ich lang. Und... Und der guten Feuerprinzessin. Mal ein bisschen unter die Arme greifen. Damit wir den Feuerkern wieder angezündet bekommen. We got everything on your list, Torcho. What now? Now you stand back. It's about to get hot in here. Ah, it burns! Oh, my bad. While you guys were gone, I had Flambeau cast a long-distance flame shield on you. It's a new spell. It should automatically activate every time you come back for the next month or so. Give or take. That is not exactly reassuring. You never know with magic. But you know, it should be fine. If you say so. But we've got bigger problems anyway. We still don't know who Fern's working with, why they melted the Ice Kingdom, and what they're up to now. Or why they're even doing all this stuff. If I were you guys, I'd go back to where it all started. Ice King was the only one there when all this stuff went down. Maybe there's something he forgot to tell you. Seems like as good a plan as any. What do you think, Jake? Might as well. At least it'll be a chance to cool down. Even with the flame shield, this place kind of toasts my buns. Let's head back to the boat then. Catch you later, Princess. Zuppi. Endlich wieder cooler Stuff. Da müssen wir hoch. Also zurück zum Eiskönigreich. Da, wo wir hergekommen sind. Wo das Ganze angefangen hat. Natürlich. So, wir haben hier nochmal ein bisschen Kram, den wir mal zerstören können. Aber gelegentlich gibt es ja mal ein bisschen Geld dazu. Und Geld ist immer gut. We need some money to get bigger, better and harder. Und ich singe dieses Lied, weil es nichts Schöneres gibt, als zu singen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt angreife? Oh, okay, okay. Alles klar. Egal.
Wir haben unser cooles Eisschild. Feuerschild. Mal gucken, was jetzt passiert. Hey. Ich dachte, das hilft uns jetzt irgendwie. Ganz im Gegenteil. Es ist genauso viel. Genauso mystisch wie vorher auch. Aber yay. Jake kann hier jetzt wenigstens mal ein bisschen Motorrad fahren, Rolle fahren hier. Alle einmal kurz anhitten. Und Finn, du machst das richtig. Auch Finn ist gerade voll in Enrage. So, was macht Bimo? Bimo heilt uns erst einmal. Ich habe ganz schön wenig Äpfel. Fällt mir gerade so auf. Ich habe, glaube ich, vorhin ziemlich viele Äpfel rausgeschmissen. So, erst von Mega in Rage. Aber das ist egal. Den kriegen wir nochmal einen weg. Und einen ziemlich hart angehittet. Dementsprechend können wir hier mal dicke Punkte sammeln. So. Finn gibt nochmal alles. Und sorgt den Dude hier ein bisschen zu Tode. Auch wenn das mit Parade ein bisschen doof war. Ah, toll. Die parieren hier die ganze Zeit nur. Ihr seid vielleicht die Löschen. Komm, machst du denn zumindest noch 140 oder so? Nee, natürlich nicht. Wieso denn auch? Ja, komm, Hauptsache weg mit dem. Und smack. Stay down, you ding-dongs. Schön. Hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Vielleicht ein bisschen Geld? Dann pumpen wir doch nochmal ein bisschen Kohle in unsere Freunde. Genauigkeit. Ja, komm. Was können wir dir noch Gutes tun? Genauigkeit auf jeden Fall. Hier können wir nochmal ein bisschen in Ausweichen pumpen. Ja, auch nochmal ein bisschen Ausweichen. Ja, why not? Haben wir hier irgendwas, was wir noch mit 180 machen können? Nö, dann halt eben nicht. So. Ja, war jetzt ein bisschen blöd, so sollte das eigentlich nicht aus... Ach, stopp. Hier war noch ein Shop irgendwo. Bin mir ziemlich sicher. Oder auch nicht. Na gut. Dann halt nicht. Weil ein Shop wäre gar nicht so verkehrt. Dann könnten wir uns vielleicht nochmal ein bisschen diese Gruppenheiläpfel ranholen. That would be great. So. Erstmal brauche ich Bimo. Ich glaube, Bimo weiß nämlich, wie wir hier wieder rauskommen. Ah, ja, perfekt. Das ist der Weg. Und dem Weg folgen wir jetzt einfach ganz gemütlich. Und mit ein bisschen Glück kommt hier dann nochmal ein Oktopus oder so. Going back to see the Icy King. Oh, there's something he forgot. No more to me and we're going to work it out and then we're gonna go home.
Come on, you scurvy crew! One more time! We're gonna work it out, and then we're gonna go home. Ha! One! We're done! Mic drop! Boom! Do you think this will catch on? Ich finde das sehr schön, diese Kommentare, die immer so nebenbei laufen, damit halt eben ja, diese Schiffsreisen nicht ganz so langweilig werden. Ich könnte euch jetzt natürlich die ganze Zeit zulabern, aber why not? Lasst uns einfach die Musik hören. Die ist eh lustig gemacht. Und hey, Eiskönigreich voraus. Wunderbar. Okay. Ah, das drüben ist, glaube ich, Candy Kingdom. Und hier sollten wir vielleicht mal ein bisschen, also ein paar von den Pinguinen noch abladen. Wenn wir schon welche haben. Weil mich natürlich das hart aufregt. Ich glaube, wir müssten davon 12 Stück oder so einsammeln. Nee. Snack. Snack. Hier gab's ganz schön viele. Gab's gerade ganz schön viele Gegenstände. Oder beziehungsweise ganz schön viel Kohle. Großes Flakon. Großer Muffin. Anscheinend gibt es hier dann doch nochmal ein bisschen Änderung. Und es lohnt sich dann nochmal in andere Gebiete zurückzudüsen. Oder irgendwie sowas. Gab es hier nicht eigentlich irgendwo eine Eisscholle, auf der wir die ganzen Pinguine abladen mussten? Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Egal. Gehen wir hier einfach mal von Bord. Like the Ice King is making good progress. We'll find a place to drop the penguins off near the treehouse. Whoops. Dang, all wet again. So, glücklicherweise gibt es hier zumindest diesen Dude zum Einkaufen. 4 Äpfel haben wir hier. Großes Flakon, 15 Stück. 39 Stück. Was haben wir denn hier? Super Apfelkuchen. Gruppenheilung. 75%. Ah, aber es kostet ganz schön viel. Schade. Und finde es ein bisschen ramponiert, aber jetzt nichts, wo wir sagen müssten, boah, das ist aber ganz schön viel Schaden, den er bekommen hat. Nö, nö, das geht so. Ich kann hier nochmal ein bisschen Eiszapfen hacken. Okay, hier lohnt sich das nicht, Eiszapfen herumzuhacken oder kaputt zu hacken. Wow, Simon, you've been busy. Nice job, man. Oh, sure is hard work, though. I don't ever want to have to do this again. Speaking of, you guys have any luck figuring out just what the heck happened? Nah, dude, we're stumped. All we know is that Fern's involved somehow. And somebody donked with the crystal in your crown. That's all you know? After all this time? What have you guys been doing? Playing video games? We also know that the crystal in your crown is probably connected to the Enchiridion. We've been finding pages of it everywhere. The Enchi what now? It's a big old book for heroes. Big book? Hey, like the one that guy had. Guy? What guy? The guy who gave me back my crown the other day, of course. You see, Gunter likes to take my crown when I'm asleep and hide it. Oh, he is such a little scamp. Anywho, the day before this melting biz started, I had a hard time finding my crown, and this nice guy gave it back to me. What guy? That guy who's related to Princess Bubblegum, Gumbo, or Gummy, or something. Her great uncle Gumbold? Yeah, that's the one. Anyway, he had a big book like the one you're talking about. Yeah, but Simon, why didn't you tell us this before? He must be the one Fern is working with. Again! You know, thinking about it, we probably should have been able to figure that out on our own a long time ago. Yes, but none of you has ever struck me as particularly smart. Especially Mr. Blue over there.
Hey, no need to get nasty. Gumbald, what's the deal? I know you're evil and all, but what's the point of flooding Ooo? To claim my rightful position. With the help of the Enchiridion, I used ancient science to melt the Blue Guy's kingdom. Only Princess Bubblegum has the scientific ability to create a disaster this huge. So we decided to make it look like one of her experiments went kaflooey. And with her framed for the flood, she would be forced to step down. And I would step in and take her place as ruler of the Candy Kingdom. But we never even thought PB had anything to do with it. Nobody did. Yeah, you didn't do a very good job framing her. Yeah, I kind of dropped the ball on the whole framing thing. That's my bad. And you almost sunk the Candy Kingdom, too. If PB hadn't figured out a way to save it, you wouldn't have had a kingdom to take over. Hey, you guys should know better than to put me in charge of stuff. What about all those people acting like pirates? Did you do that, too? No, man, that's just people being weird. There's a lot of weird people in Ooo. Tell me about it. Anyway, even with all of the screw-ups, we still caused havoc. And even though it's kind of falling apart, there's still plenty of ancient advice in the Enchiridion for me to corrupt the laws of science in this world and make this flood permanent. Oh, yeah? Well, you'll have to get through the five of us first. Make that four. It's been real, guys, but I am out of here. And try not to melt the place again. Freezing is hard work. You take care of them. I'll go after the Ice King. All right. Let's finish this. Oh boy. Okay, damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. I wonder what this does. Gucken, was hier jetzt abgeht. Some small adjustments. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die kleinen Dudes, bevor wir auf die großen einhacken. Wie machen wir denn das am besten? Mal gucken, Stufe 6, Stufe 10. What? Und Level 6. Okay. Wir kümmern uns, wie gesagt, erstmal um die kleinen Dudes. Jetzt die Frage. Er hat das Feuerschild, okay. Dann gehen wir mit hier Special Attacks und so weiter. Gehen wir auf ihn. Mal gucken. Zwei Gegner großen Flammenschaden. Naja, ein Versuch ist es wert, komm. So, du darfst uns nochmal ein bisschen Energie liefern. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen meine Erfahrungspunkte offen halten. Trifft alle Gegner mit massiven, schnellem Schaden. Chance. Okay. Oh, das machen wir. Okay, nichts passiert. Schade. Oh, der macht aber viel. Irgendwie wird das Ganze hier schon funktionieren. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie, aber irgendwie kriegen wir das hin. So. Zwei Gegner, Chance auf Überhitzung. Ja, komm, wir bleiben dabei. So, einer ist zumindest schon mal überhitzt, das ist gut. Bimo darf uns dann erst einmal ganz kurz massiv heilen, würde ich sagen. Lohnt sich das? Eigentlich noch nicht. Er heilt nur den guten Finn. So. Und. Oh, das ist gut. My name is Bimo. I'm here to dance for me. Let's get healed and save the day. Go, Bimo! Yay! Oh, also der Feuerschaden war schon mal ziemlich dicke, den er durch die Verbrennung bekommen hat. Das finde ich gut. Oh, blöde Parade. Heilt Überhitzung. Das ist ja doof.
Na komm. Macht mal zumindest einen davon erstmal platt. Das wäre schon mal unglaublich praktisch. A few calibrations required. So, nochmal ein bisschen Energie sammeln. Und dann hacken wir hier auf ihn drauf. Und lasst mal gucken, ob vielleicht der Froststurm etwas bringt. Jetzt macht ihr hier aber komische Dinge. Okay, Bimo lädt uns lädt noch mal ein bisschen Energie auf. Jake darf ruhig noch mal zwei Gegner treffen, in der Hoffnung, dass wir hier Domination-Kram machen. Okay, nichts passiert. Halb so wild. Ein massiver Eisangriff. 8000 Schaden, das war gut. Simo lädt wieder Energie. Marceline gibt noch mal ein bisschen Zunder mit Feuer. So, das sieht doch, das sieht schon fast aus, als würden wir hier gute Sachen machen. Next! Das geht hier ja gerade ein bisschen flott irgendwie. Okay. Mehr Ads. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal wieder um die kleinen hässlichen Drecksviecher. Mit hier einem super heißen Angriff vielleicht. Was machen wir denn mit ihm hier? Gruppenheilung? Ja, komm, machen wir erstmal eine Gruppenheilung. Warum denn auch nicht? Das lohnt sich nämlich gerade wieder. Aber es lohnt sich gerade generell einmal. So. Boah, Stufe 8 und Stufe 7. Das ist schon ein bisschen crank. So, Bimo lädt uns erstmal wieder auf. Das waren miese Hits hier gerade. So, Marceline wird sich jetzt auf jeden Fall erstmal mit einem großen Flakon selbst heilen. Das war nämlich schon ein bisschen hart gerade. So, kann aber hier nochmal großen Flammschaden auf bis zu zwei Gegner. Das finde ich schon mal ehrlich. Wow. Nice. Nein! Daneben. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich mit ihm jetzt hier einen Doppelhit mache. Dann machen wir lieber hier hin. Geschwindigkeit gefallen, das ist gut. Sehr gut. So, Bimo ist wieder im Zug. Bimo, du darfst nochmal uns allesamt heilen. Dann nochmal die Energy aufpusten. Nein! Ich bin jetzt am Überhitzen. So, ich glaube, als nächstes müsste Marceline dran sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, sehr gut. Und Marceline hat wieder genug Power, um zwei Ziele anzuhitten. Mal gucken. Dann machen wir lieber die beiden. So, der gute Finn, der gute Jake nutzt den hier nochmal um. Und
Finn gibt nochmal die geladene Power. So, das gefällt mir. Bimo. Erst nochmal kurz einmal Gruppenheilung. Sicher ist sicher. Dann Energie. Dann darf Marceline wieder dran. Naja, die kassiert jetzt erstmal zwei Schuss ab. Oder irgendwie so. Oh, Jake ist erstmal dran. Jake haut einfach nur ganz normale Schläge drauf. Das funktioniert. Aber Marceline muss auf jeden diesen Feuer-Mega-Stoß draufhauen. Der gerade irgendwie nicht ganz so viel gebracht hat. Aber das Überhitzen, das ist schon mal gut, dass das Ding am Überhitzen ist. Dann nehmen wir hier nochmal einen Eisschlag drauf. Bimo. Ja, ist okay. Bimo lädt uns wieder die Energie. Klassik. Boah, 750 Schaden durch Verbrennung. Das ist mal gut. A few calibrations required. So, das heißt, den Dude in der Mitte kriegen wir zumindest schon mal relativ flott weg. Es sei denn, die anderen beiden machen so einen Schissel. Nee, komm. Wir hauen lieber den hier erstmal. Und bevor sie hier anfängt, komische Sachen zu machen, wollen wir mal lieber dafür sorgen, dass erstmal die Ads wieder drauf gehen. Nicht, dass er sich irgendwie. Nicht, dass irgendeiner der Ads ihn wiederbelebt und wir ihn eigentlich fast wieder von vorne anfangen müssen mit dem Kampf. Das wäre nämlich mega daneben. So. Jetzt muss ich mal gucken, womit kann ich den Schlaf aufwachen? Aktionspunkte. Flammenangriff, Eisangriff. Nicht irgendwas, damit man ihn wieder aufwecken kann oder so. Okay, anscheinend nicht. Das ist doof. Dann hoffe ich, dass er einfach gleich wieder aufwacht von sich aus. Marceline muss nämlich hier richtig hart mitkämpfen. Matschbirne. Das ist. Den hatten wir noch nicht, den Statuseffekt. So, dann. So doof es klingt. Matschbirne auf sich selbst. Ja, machen wir erst einfach mal. Einmal erstmal kurz Matschbirne loswerden. Und dann nochmal Mega Move auf uns alle. Nicht nochmal angreifen. Okay, Glück gehabt. Weil eigentlich wollte ich jetzt nämlich ganz gerne, dass nochmal alle massiv geheilt werden. Das war ein gutes Ding. So, auf den Dude diesmal 180. Naja, das war nicht so geil. Schauen wir mal, ob wir. Jawohl, der erste ist weg. Einmal aufladen. Ah, super. Jake ist auch wieder wach. Wow. Draußen scheint es aber gerade gewaltig zu stürmen. Oh, Matschbirne. Krass. Mit wem bin ich hier gerade? Ich bin gerade mit Marceline unterwegs. Okay, Marceline. Du darfst nochmal den Hammer der Zerstreuung setzen. Super.
Finn. Ha, oh, oh, oh. Das war. Oh. Das war richtig bad. Na komm. Trotzdem Energie sammeln. Ist unsere Energie zwar massiv voll. Aber lieber so. Welchen Schuss hat er gerade gefeuert? Nochmal! Junge, was stimmt nicht? Once again. Einmal kurz einen Apfel auf alle. Das war Blödsinn. Aber okay. So, damit ist der umgenutzt. Und Marceline kriegt den letzten. Darf den letzten Schlag machen. Oh, oder auch nicht. Dann macht Finn halt eben den letzten. Nein! I wonder what this does. Some small adjustments. Komm. Mann, ey. Geht doch. Wow, 12.910. Mieses Ding. Well, that's that. Yeah, except Ooh is still flooded. It'll take forever for all this water to evaporate or whatever. Maybe this will help. Look. Is that a drain plug? Yes, the old book says that. If we find it and pull it out, the water will go away. We live in strange times, dude. Yeah, guess we better go find it. Well, yeah. But we could, you know, maybe sail around a little more first. You know, if you want to. True. The water will go away on its own eventually. Whatevs, it's up to you guys. Ernsthaft? Man muss einfach nur den Stöpsel ziehen. Okay. Dann wisst ihr was? Als allererstes werde ich uns hier nochmal ein bisschen aufpumpen. Nein, das mache ich in der nächsten Folge. Trollerloi. Ich weiß nämlich noch nicht, was alles kommt.